Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Katharina von Papier von mir aus Hannover und heute bin ich in meinem Gießkeller. Ich wurde gefragt, ob ich euch mal zeigen kann, wie ich hier diese Kerzenständer gieße. Genau, das mache ich nicht in meinem kleinen Bastelpapierbüro, sondern unten im Keller, weil das schon, wie ihr seht, eine bisschen dreckige Angelegenheit ist. Genau, und was braucht ihr denn alles zum Gießen? Einmal braucht ihr natürlich das Gießpulver. Das ist so weißes Pulver, sieht aus wie Mehl. Und dieses hier ist Keraflot. Ich schreibe euch das dann nochmal unten in die Beschreibung rein, den genauen Titel. Das ist nämlich, ich habe einen 25-Kilo-Sack gleich gekauft. Den kann ich hier schlecht auf den Tisch hieven. Ich benutze Keraflot. Beim letzten Mal habe ich noch Resin 100, das ist so das andere Pulver, das es gibt auf dem Markt, habe ich benutzt, aber da bin ich nicht so zufrieden mit. Ich zeige euch mal die Unterschiede. Also das hier, das hat jetzt hier zwar gerade so einen weißen Punkt, aber das ist Keraflot und das hat eine super glatte Oberfläche. Und das hier ist Resin 100, das fühlt sich so ein bisschen staubig an, finde ich. Also ja, geht auch, aber also die Farbe ist eigentlich vom Resin 100 ein bisschen besser, wenn man die so gegeneinander hält, finde ich, weil es einfach strahlend weißer ist. Das ist hier eher so cremefarben, könnt ihr glaube ich sogar sehen auf der Kamera. Aber die Rückseiten, da wird das eigentlich ziemlich deutlich. Für mich ist Resin 100 einfach zu kompliziert zum Verarbeiten. Die Oberfläche hier, seht ihr, ist überhaupt nicht schön glatt. Vielleicht kann man das ändern, indem man das glatt streicht. Ich weiß es nicht. Aber am schlimmsten finde ich hier diese Blubberblasen. Das Resin 100, das macht so viele Blasen. Und das sieht man dann halt auch später auf den Werken. Das hat überall, hat es so kleine Blasen. Und auch hier der Rand, da war auch irgendwo eine Stelle hier. Das sind alles so kleine Blasen. Mich stört es. Also ich finde, das ist dann nicht so 100% gelungen. Und mit Keraflot, es gibt auch Blasen, kleine, die zeige ich euch dann. Aber die sind ja kaum der Rede wert, finde ich zumindest. Stempeln oder beschreiben lassen die sich eigentlich alle. Sowohl Resin 100 als auch Keraflot, aber für mich ist halt die Verarbeitung einfacher. Ich werde euch nachher auch noch mal, wenn ich gieße, ein paar Unterschiede sagen, warum ich jetzt wieder bei Keraflot gelandet bin. Ich habe auch gleich den 25 Kilo Sack gekauft. Da kann man ordentlich was mitmachen, aber ich empfehle das wirklich gleich eine größere Menge zu kaufen, weil wenn ihr euch auch entscheidet, diese Formen zu kaufen, die sind ja nicht ganz günstig. Und ja, wenn man die einfach nur zweimal oder dreimal benutzt, um Kerzenständer zu machen, dann ist das, ja, weiß ich nicht, finde ich Verschwendung. Und deshalb ein Kilo Keraflot im Verhältnis zu 25 Kilo ist nämlich einfach viel zu teuer. Aber guckt euch da mal die Preise an, vergleicht mal und günstig ist es nicht, aber es macht Spaß und man kann ja auch ganz viel verschiedene andere Sachen gießen. Genau, jetzt zeige ich euch nämlich mal die Formen. Da haben wir ja schon eine. Das sind die, ja, ich sag mal, professionellen Formen. Die sind von Silke, von Beton in Form. Das ist Silikon und zwar ganz dickwandiges Silikon. Also die sind wirklich super. Da habe ich schon einige Formen. Ein Boot habe ich noch. Das ist ein kleines Boot. Davon gieße ich gerade nicht so viel. Da habe ich noch einige. Und die Formen hier sind aber super. Und ich empfehle euch auch immer, alle Formen voll zu füllen, die ihr habt. Ich habe nämlich irgendwann, hatte ich diese zwei Formen. Und ich hatte ganz viele Aufträge damit und habe nur diese Form gegossen und habe die erstmal vernachlässigt. Dann hatte ich auf einmal dafür ganz viele Aufträge und musste die einzeln nachgießen. Ja, eine Arbeit, ob man jetzt 100 Gramm Pulver anrührt oder gleich 600 Gramm,
ist die gleiche Arbeit und es geht einfach viel schneller und effektiver, alle Formen voll zu machen, die man hat. Ja, dann gibt es noch andere Silikonformen, hier Backformen, also nicht professionelle Silikonformen, die kann man auch nutzen. Hier für kleine Mini-Gugelhüpfe. Die finde ich auch ganz toll, weil es sind drei verschiedene Formen. Und in diese zwei Formen passen auch normale Christbaumkugeln. Oder ich packe da immer Pyramidenkerzen rein, weil die sind nicht so hoch wie Christbaumkugeln, sondern nur so. Das sieht ganz süß aus. Und diese Form hier, da ist die Kerze ein bisschen klein. Da passen wahrscheinlich so Geburtstagskerzen für den Kuchen rein. Habe ich aber auch noch nicht probiert, weil ich einfach die Form gar nicht so hübsch finde. Die benutze ich tatsächlich. Ich gieße da immer mal einen von und benutze die zum Kerzen anspitzen, damit sie hier besser reinpassen. Dafür benutze ich diese Form. Genau. Und das Silikon ist ein bisschen dünner. Bei dieser Form macht das aber nichts. Die sind trotzdem schön stabil. Ich hatte hier noch eine Form gekauft, die ist eigentlich für Seife. Die ist noch ein bisschen dünner und labbriger als die lila Form von den Kuchen. Und hier ist das Problem, wenn man die Wolken zum Beispiel bis oben hin vollfüllt, dann drückt sich dieses Silikon, das dünne, so ein bisschen nach außen durch diese Menge. Und dann hat die Wolke keinen geraden Stand mehr, sondern hier unten so eine Beule und dann kippelt die ein bisschen. Wenn man die nicht ganz voll füllt, dann geht es, also vielleicht nur so ein, ja, nicht mal einen Zentimeter hoch, dann kann man die auch benutzen. Aber ja, davon habe ich noch nicht so viele gegossen. Was ihr auch machen könnt, das sind Eiskugelformen. Das sind hier Pinguine. Meine Tochter ist in der Pinguinklasse, deshalb fand ich die ganz süß und habe die geholt. Also ihr könntet auch mal bei den Eiswürfelformen gucken, ob euch da irgendwas gefällt. Herzen, Tannenbäume habe ich schon gesehen. Gibt ganz viele. Und das hier ist auch noch mal eine Form, die ist aber ja auch ein bisschen dünner. Aber das funktioniert eigentlich noch ganz gut. Ja, und das sind, ach nee, eine Art von Form habe ich noch. Also Pralinenform, Schokopralinenform gibt es ja auch. Da könnt ihr auch mal gucken. Also es gibt ganz viele verschiedene Formen. Diese Formen, das ist noch ein bisschen anders. Die sind von Reihe her direkt. Also auch die Firma, die Resin 100 herstellt, die sind so ganz festes Plastik. Da bin ich am Anfang echt verzweifelt, weil die Häuser absolut nicht aus dieser Form rausgehen wollten. Ich habe jetzt einen kleinen Trick, und damit ist es doch kein Problem. Ihr seht, ich habe hier die Form auch schon ein bisschen malträtiert, um diese Häuser da rauszukriegen. Ja, und hier auch so verbogen. Aber ich weiß jetzt, wie man sie gießen muss, damit sie schön rausgehen, und das zeige ich euch nachher noch. Genau, was braucht ihr noch? Also die Form braucht ihr, das Pulver braucht ihr. Dann braucht ihr ganz unbedingt Handschuhe. Die ziehe ich auch schon mal an. So Mehrweg-Gummihandschuhe, weil das Pulver, das ist sehr, also ja, das macht die Hände kaputt. Also wenn ich mal einmal die Handschuhe nicht anhatte und gieße, dann habe ich danach eine Woche lang ganz schrubbig aufgeschrubbelte Hände. Also ganz wichtig, zieht euch Handschuhe an, legt die immer daneben, damit ihr sie immer griffbereit habt. Dann braucht ihr eine Schale, wo ihr das Pulver anmischt. Ich habe hier eine alte Tupperschale. Wichtig bei der Schale für mich ist, dass sie flexibel ist. So, weil ich nachher die Schale nicht auswasche. Ich zeige euch auch noch mal im zweiten Teil im Video, wie ich diese Schalen sauber mache. Am Anfang habe ich das ganze Werkzeug immer abgespült, aber ich hatte dann halt Bedenken, dass das im Abfluss ja irgendwann mal nicht so gut ausgeht, wenn das Pulver da immer reingeht. Und deshalb habe ich das gelassen und lasse es einfach da trocknen drinne. Es gibt auch ja, dieses hier, das hatte ich mal in einem Set, war das dabei bei Formen. Und
Genau so müsste das eigentlich sein. Ich habe noch keine Not gehabt, mir eine andere Schale zu suchen. Aber irgendwann werde ich vielleicht mal auf die Suche gehen, wenn die auch kaputt ist, dass ich so eine Schale finde, wie so ein Maurer-Mörtel-Anmischkübel, wie diese hier. Diese hier. Da habe ich zwischendurch auch mal probiert drinne. Der war allerdings schon benutzt, deshalb geht er nicht mehr so schön sauber. Weil der Sinn ist einfach, dass man es antrocknen lässt, dann die Schale so ein bisschen knödelt und dann bricht das Pulver alles an. Das ist nämlich auch noch ein Grund, warum ich wieder Keraflot nehme. Bei Resin 100 ist das sehr, ja, dann bricht das jedes Mal, brechen diese Stücke ab. Also ich fülle das voll, mache meine ganzen Objekte. Und dann lasse ich das antrocknen. Und bei Keraflot kann ich die angetrocknete Schale ja vielleicht so dreimal benutzen, ohne sie sauber zu machen. Das Pulver bleibt einfach hier an der Wand kleben. Und bei Resin 100 musste ich jedes Mal die Schale sauber machen, indem ich halt hier so drücke. Dann bricht das so ab. Weil wenn ich das nicht gemacht habe und neues Pulver angerührt habe, dann sind diese Flocken in die neue Masse reingekommen und das war ja auch nicht schön. Genau, dann braucht ihr eine Waage, um das Pulver abzuwiegen. Und das können wir auch schon mal machen. Also Keraflot mischt man im Verhältnis 3 Teile Pulver und ein Teil Wasser. Resin 100 braucht man nur 2 Teile Pulver und ein Teil Wasser. Genau, das steht aber auch auf der Anleitung drauf. So, ich verschwinde jetzt einmal kurz. Ich gehe nämlich etwas näher erstmal für den großen Teil an mein Pulver dran und komme gleich wieder. So, da bin ich wieder. 900 Gramm. Ich mache hier immer 1050 rein in diese Schale. Das müsste dann auch so einfach mal gucken. Irgendwann hat man das im Gefühl, wie viel Pulver man reintun kann für seine ganzen Schalen und auch was für Gießmasse hier in die Schüssel reinpasst, die man dabei hat. Ja, noch eine ganz nette Sache ist so eine alte Suppenkelle, um das Pulver aus dem großen Sack zu holen. Das hatte ich erst auch nicht und hatte das mit einem kleinen Löffel gemacht. Hier, einem kleinen Löffel, das war ein bisschen anstrengend. So, also 1050. Und das bedeutet, dass wir 350 Gramm Wasser reinmachen müssen. Manche sagen auch immer erst das Wasser und dann das Pulver. Ich habe da keinen Unterschied gemerkt. Ich mache einfach erst das Pulver, weil dann kann ich mich besser aus Wasser konzentrieren nachher, wenn ich es drauf gieße. So, 350. Was ihr noch braucht, ihr seht schon, es blubbelt ein bisschen. Bei Resin 100 geht es da noch mehr zur Sache. Also da blubbert es noch mehr. Ich habe hier einen alten Schneebesen. Den bräuchtet ihr auch. Dann einmal ein bisschen vorsichtiger verrühren. Einfach weil meine Schale extrem klein ist. Ich hatte auch noch mal eine größere Variante davon. Die ist mir aber kaputt gebrochen, weil ich die ja immer so drücke. Und die Tupperschalen natürlich eigentlich nicht dafür da sind, da Gießpulver anzumischen. So, jetzt einmal gut durchrühren. Ich habe hier noch so einen Löffel. Dann gucke ich noch mal, ob ich auch alles vom Boden weggekriegt habe. Und hebe das auch noch mal so ein bisschen hoch, dass sich das wirklich gut vermischt. So, und dann seht ihr, das hat so ein paar kleine Mini-Bläschen. Ich schlage das immer noch mal ein bisschen auf die Tischdecke oder auf den Tisch, dass die meisten Blasen hochkommen.
So, dann stelle ich mir meine Form bereit. Die hier. Und dann gieße ich es ein. So. Und zwar nicht zu viel, dass es nicht über den Rand kommt. Wirklich minimal, am besten drunter bleiben. Da auf der Seite ist es eigentlich schon zu viel. Aber ist auch nicht schlimm. So, und dann füllt ihr alle Formen voll, die ihr habt. So, und jetzt kommen wir nämlich zu den Häuserformen. Hätte ich vielleicht die nicht in die Mitte der Kamera machen sollen. Das sind ja alles die gleichen. So, und zwar die Häuserformen, die gießt ihr nur bis ja, so einen halben Zentimeter unter der Oberfläche. Also diese Formen könnt ihr wirklich bis zum Rand voll gießen, die nicht, weil sonst kriegt ihr die nachher nicht mehr aus der Form. Also da muss wirklich ein Stück, ein Spalt offen bleiben. Jetzt nehme ich nochmal den hier und dann gucke ich nochmal, ob ich nochmal eine Wolke gieße, damit ich euch das danach zeige. So dünn. Na, für eine dicke Wolke, die hole ich dann von oben als Beispiel. Genau, dann mache ich doch nochmal hier das Haus mit dem Rest der Gießmasse. So, das kann man dann nochmal auf die Häuser verteilen. So, denn was hier noch drin ist, das lasse ich einfach antrocknen. Und jetzt kommen wir hier zu den Sachen. Also hier seht ihr diese großen Blasen, die müssen noch raus. Dafür schlage ich nochmal auf die Form oder auf den Tisch, dass erstmal die ganzen Blasen noch hochkommen. So. An die schlage ich auch nochmal so an den Rand dran. So. Und wenn die da nicht weggehen, dann könnt ihr auch einfach mit dem Finger mal einmal reintitschen. So, diese ganz, ganz kleinen Blasen, das ist nicht schlimm. Die sieht man bei dem Keraflot nachher nicht. Bei dem Resin schon. Da, das ist dann halt, müsst ihr ein bisschen gucken. Und wenn ihr ein bisschen zu viel gegossen habt, also hier ist ein bisschen viel, dann macht ihr das einfach mit dem Finger ein bisschen runter. So. Dass da nachher keine Beule oder so ist. Die Ränder nachher, die machen wir noch schön, das zeige ich euch dann. Und ja, jetzt sind wir erstmal soweit fertig. Das lasst ihr, die Schale, die lasst ihr einfach wirklich so trocknen. Auch den Löffel und so nichts abwaschen. Alles einfach trocknen lassen. Und jetzt lassen wir die Teile 30 Minuten in der Form. Und dann sehen wir uns wieder. Ein kleiner Nachtrag noch. Und zwar könnt ihr auch hier, das ist von einem Drogeriemarkt, ich zeige euch mal die Verpackung. Gugelhopf-Förmchen aus Silikon. Und da sind, glaube ich, ja 6 Stück sind da drin. Und die sind ja so weich. Und die haben ein Loch. Wenn man die nur ganz normal gießt, dann passt in das Loch nachher keine Stabkerze rein. Und es gibt einen Trick, dass man nämlich eine Stabkerze von unten schon mal in die Form steckt. So ist es scharf. Genau, und dann gießt man das. Und dann ist nachher dieses Loch genauso groß, dass da auch eine Stabkerze nachher reinpasst. Und ich habe mir
Also es gibt welche, die haben halt dann ein Glas genommen und eine ganze Stabkerze reingesteckt und die das Glas dann oder die, da, weil die Kerze ja unten so rausguckt, dann verkehrt rum in so ein Glas gesteckt haben. Hatte ich auch erst am Anfang gemacht, dann ist mir das Glas umgekippt und ja, das war alles nicht so einfach und da habe ich mir gedacht, schneid doch einfach die Kerze ab. Also ich habe mir dann einfach die Kerze abgeschnitten und ja, dieses Stück hier, das steckt die ganze Zeit da drin. Also da mache ich den, das nehme ich nicht zwischendurch raus, sondern benutze die Form einfach genauso wie alle anderen Formen. Ja, das wollte ich euch noch als kleinen Trick zu den Gugelhupf, zu den großen Gugelhüpfen erzählen. Das könnt ihr übrigens auch bei diesen Formen, könnte man das auch machen. Wenn ihr da irgendwie eine Gugelhupfform gekauft habt, wo die Kerzen nicht so optimal reinpassen, dann steckt einfach von unten eine Kerze rein und gießt dann und dann passt nachher auch eine Kerze von eurem Format da rein. So, und jetzt sehen wir uns in 30 Minuten wieder. So, da bin ich wieder. 30 Minuten sind vergangen. Handschuhe wieder anziehen. Und dann nehmen wir die ersten Sachen aus der Form. Also bei diesen Silikonformen hier von Silke, das ist ganz einfach. Dann nimmt man die raus und dann haben wir ein total schönes Ergebnis. So, und dieser Rand hier, den kann man entweder mit Schmirgelpapier abmachen. Ich habe das auch mal einfach so an, ne, jetzt genau, jetzt seht ihr den Rand habe ich mit Schmirgelpapier mal abgemacht oder mit Karton so dran rumgeschabt. Jetzt nehme ich mir einfach hier so ein Messer vom Floristen. Das sind so billige Messer. Also ein Küchenmesser von euch solltet ihr nicht nehmen, weil das macht sicherlich das Messer kaputt. Und dann gehe ich hier einfach über diesen Rand. Und zwar müsst ihr das machen, wenn das Teil noch nicht wirklich durchgetrocknet ist. Weil sonst ist es ein bisschen anstrengend, geht auch. Aber erstens ist es dann nicht so schön. Ihr habt dann nicht so ein schönes Ergebnis. Und es ist viel anstrengender. So, und das geht total einfach. Und dann habt ihr, streicht ihr das hier ein bisschen weg. Und dann habt ihr eine total schöne, saubere Kante. Ja, die Teile kommen dann bei mir auf die Heizung in der Küche. Also ihr dürft sie nicht einfach so trocknen lassen. Es sollte schon irgendwie ja, Luft einmal drumherum zirkulieren können, also auf eine Heizung oder auf ein Kuchengitter oder ein altes Rost vom Backofen da einfach draufstellen und dann braucht es so ja, 2 bis 8 Tage Trockenzeit. Ihr seht dann, ihr könnt das ja jetzt wahrscheinlich, seht ihr das? Ne, das ist die nasse Form, die ist noch so gräulich und wenn es dann durchgetrocknet ist, ist es ganz hell und weiß. Jetzt zeige ich euch nämlich hier, weil ich zu faul, das abzumachen. Also man kann es auch nachträglich noch wegmachen, aber die Kanten sind dann nicht ganz so schön und eben. Ne, fokussierter, genau. Ja, so, da seht ihr es. Das ist nicht so ganz so schön, wie wenn das mit dem Messer gleich gemacht wurde. So, also diese Formen sind ganz easy. Zack. Und draußen, das ist ein kleines Haus. Bei der Form, da gibt es manchmal so ein bisschen Probleme. Das drücke ich mir so hier hinten drauf, dann kommt es so raus. Und dann halte ich mit den Fingern vorne fest und drücke dann nochmal. Und es muss einfach Luft da reinkommen. So, dann könnt ihr das auch leicht rausmachen. Wenn ich übrigens nicht gieße, dann stelle ich die Formen so rum auf den Tisch, damit die nicht vollstauben. Weil wenn die ziehen total unheimlich schnell Staub an und wenn ihr dann das nächste Mal gießt, habt ihr diesen Staub auf den Oberflächen. Entweder andersrum lagern oder halt vorher mit Wasser dann ausspülen. Aber es ist einfach einfacher, wenn man die andersrum lagert. So, dann dieses hier mit der Wolke, das geht ja auch ganz leicht raus. Und hier seht ihr schon, die Wolke hat so einen kleinen
Bogen. Ich zeige euch auch gleich nochmal. Ja, hier ist die ganz dicke gegossene Wolke. Und hier seht ihr, der Boden ist nicht mehr gerade. Das heißt, die Wolke steht auch nicht gerade. Die kippt so ein bisschen nach hinten. Das ist halt ein bisschen schade, aber ja, es gibt auch noch Wolken, glaube ich, von anderen Herstellern, Formen, die funktionieren dann vielleicht besser. Jetzt kommen wir zu den harten Formen. Die dreht ihr einmal um und dann drückt ihr hier einmal kräftig in die Mitte drauf. Und dadurch, dass ihr die nicht ganz voll gefüllt habt, kommen die auch schon zack raus. Und wenn sie mal nicht rausgehen sofort, dann, oh, die gehen jetzt super raus, könnt ihr die so ein bisschen auf den Tisch hauen, leicht, und dann fallen die eigentlich sofort raus. Genau. Und hier, die haben so einen kleinen Gießrand, den könnt ihr auch abschaben oder mit, hier ist der Gießrand, abschaben oder auch mit Schmirgelpapier vielleicht da lieber wegmachen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Genau, Trocknungszeit. Hier das Material sauber machen, also den Löffel zum Beispiel, den benutze ich jetzt ja so 2-3 Mal. Also so grobe Sachen kann man schon vorab machen, aber wenn man den 2-3 Mal benutzt, dann ist diese Schicht ein bisschen dicker drauf und dann kann man die einfach abschlagen. Jetzt geht es schwer ab, aber es geht halt auch beim Mischen nicht ab. Das ist ja das Gute daran. Und hier halt, wie gesagt, mache ich auch so 2-3 Durchgänge, bevor ich dann anfange. Und wahrscheinlich geht das jetzt nämlich noch nicht, aber doch, geht schon. Bevor ich anfange, die Schale hier einmal so zu knödeln, und dann springt das hier alles schon ab. Und dann könnt ihr das ausmachen und dann ist die Schale auch wieder sauber. Also wirklich nicht ausspülen. Das macht, glaube ich, irgendwann nur den Abfluss dreckig oder verstopft. Genau, und ich habe hier eine Einwegtischdecke drunter. Das heißt, wenn hier mal was drauf tropft, dann mache ich das auch, die knödel ich einmal und dann kann man das hier mit einem Handfeger später auch alles abfegen. Und dann ist der Tisch auch wieder sauber. So, dann wollte ich euch noch mal zeigen, was man denn dann mit diesen Formen alles machen kann. Also man kann sie natürlich dekorieren. Und man kann sie aber auch bestempeln. Und hier habe ich einmal mit wasserfester Stempelfarbe gestempelt, Stays On. Das ist dann ja, ein schöner Abdruck. Und ihr könnt aber auch die Stamping-Up-Farben dafür verwenden. Also hier habe ich mit Marineblau habe ich den Spruch gestempelt. Und ihr könnt dann auch mit den Blends könnt ihr auch Sachen anmalen. Das Herz hier habe ich mit 2 Blendsfarben angemalt. Und sogar das Verblenden funktioniert auf den Sachen, wenn man sich ein bisschen beeilt. Genau, ich würde jetzt vielleicht sagen, dass bei nicht wasserfester Tinte der Spruch nicht ganz so scharf ist, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt leider auch einen anderen Spruch genommen. Ich hatte mich ein bisschen vergriffen. Aber ich glaube, man erkennt das so ein bisschen. Hier ist es sehr klar und scharf. Und hier ist es so ganz leicht vielleicht verwischt oder verwaschen oder verlaufen, kann man sagen. Genau, aber ich finde, beide Stempelkissen funktionieren super damit. Ja. Und das war jetzt mein Video zum Gießen. Und wie gesagt, schön, dass ihr mich gefragt habt, ob ich nicht mal ein Video dazu drehen kann. Das freut mich immer sehr. Und schreibt mir doch in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und genau, wenn ihr Produkte von Stamping Up bestellen möchtet, dann wendet euch auch gerne an mich, weil das ist ja eigentlich mein Hauptthema, Stamping Up und Papier. Also, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Papier.